Herzlich willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht zur 18. Etappe. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Heute besuchen wir die heilige Familie im Wochenbett. Überall im Stall verstreut liegen Wolldecken, noch nicht gespülte Schüsseln und Becher. Eine dicke Stickschicht Sternenstaub ist auf dem Fußboden zu sehen. Wir packen gleich mit an, räumen mit auf. Danach ist es doch Zeit für Geschenke. Ich bin an der Reihe und halte der müde, aber lächelnden Maria meine Gabe entgegen. Myrrhe. Ein Allheilmittel, sage ich ihr, unterstützt die Wundheilung und hilft auch bei Atemwegsinfektionen. Maria nickt. Ihr Blick hat etwas Wissendes in diesem Moment. Erinnern wir uns daran, wie Mutter, Vater, Oma oder ein anderer lieber Mensch ihnen in der Kindheit ein Erkältungsbalsam auf die Brust gerieben hat, um der verstopften Nase Luft zu machen? Meine Oma hat das getan. Vielleicht sogar war Myrrhe mit drin. Da kommt bei mir doch die Kindheitserinnerung wieder hoch, ein gutes Gefühl, da ist jemand, der ist für dich, der ist bei dir, der sorgt sich für dich, da kommt der Duft der Öle, die wohltuende Berührung und damit auch ein sanfter Trost. Ja, das ist das Gefühl, da kümmert sich jemand um mich, kümmert sich um meine Gesundheit und sorgt sich um mein Wohlergehen. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dieser Satz frei, sehr frei nach Matthäus Kapitel 8, Vers 8. Und zwar der Geschichte, in der der römische Hauptmann Jesus um die Heilung seines kranken Dieners aus der Ferne bittet. Das ist einer der beeindruckenden Sätze. Einerseits von dem, wie Jesus mit den Menschen umgeht, andererseits, wie es von dem Vertrauen spricht, dass dieser Mensch in Jesus gesetzt hat, in Jesus als sein Heiler und Heiland, ihn bittet, den Kranken gesund zu machen. Wenn wir diese Worte vor uns hersagen, betrachten, uns da hinein versenken, vielleicht spüren wir sie uns auch tief an unserem Körper. Vielleicht ist da so ein kleines Knistern in der Körpermitte und das sich in alle Richtungen ausbreitet, bis es schließlich vielleicht zu einem leichten Lächeln in meinem Gesicht reicht. Und das wäre doch wie ein wunderbarer Erkältungsbalsam, das mir auf meine Seele gerieben wird. Wenn wir gerade mit Krankheit entweder bei uns selbst oder in der Familie zu kämpfen haben oder bei guten Freunden, eine Berührung brauchen oder uns manches manchmal zu viel ist, dann probiert es doch einmal aus. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass in dieser Adventszeit diese göttliche Gesundheit ihren und euren Körper und Seele durchdringen. Das ist die Hoffnung, das Advent des Kommens Jesus. Auch wenn dann vielleicht auch einmal ein nicht gespülter Schüssel oder Becher noch ein wenig auf sich warten lassen kann.